Okay, fertig. Was kann das? Wenn ich das mit einer standardmedizinischen Pflanze in der Synthese kombiniere, dann sollte ich extra starke Medizin daraus gewinnen können. Okay. Das heißt, ich könnte das ja mal mit dem anderen Ding kombinieren. Ich weiß aber nicht mehr mit welchem. Hier, mit dem da. Mit der weiß-pinken Viola. Okay. Stecken wir das mal weg. Nehmen wir das mal wieder her. Dann gucken wir uns das mal an. Ist das ein Objektträger? Ich glaube, es ist ein Objektträger. This flower cannot be synthesized into anything useful. Okay, die bringt mir gar nichts. Die kann ich direkt wegschmeißen. So, der Pilz, der da halb im Tisch versunken ist, den gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Schnibbel, schnibbel, schieb, glotz, guck. Zrup. Und da kann ich Mentalstimulanzchen draus herstellen. Okay, also zum LSD brauen, einfach wieder den Pilz organisieren und so. Okay. Dann, wie war das jetzt? Ich kann hier die Sachen so ablegen. Der Punkt war nur, das hier bringt mir ja gar nichts. Nein, nicht die Banane. Ich wollte das andere Ding wegschmeißen. Tschüss, Banane. Okay, also sowas wie einen Ablegenknopf gibt es offenbar nicht. Aber vielleicht kann ich es vernichten, indem ich versuche, daraus irgendwas zu synthetisieren, von dem ich ja weiß, dass es nicht geht. Oh. Nichts Sinnvolles. Wer hätte das gedacht? Okay. Gut, dann sollte ich jetzt vielleicht diese lilane Pflanze mit der anderen kombinieren, die hier direkt vorm Haus gewachsen ist. Und dann machen wir mal starke Medizin daraus. Ich kann gleich mehrere mitnehmen oder so. Also einmal dahin. Das Zeug. Dahin und losgebraut. Ich muss mir dringend einen Mixer zulegen. Da muss ich nicht immer diese Pflanzen von Hand klein hacken. Extra Strength Medicine. Okay, sie reduziert mein Fieber für eine noch längere Zeit. Alles klar, dann mal her damit. Ich hoffe, das reicht jetzt auch erstmal so. Vielleicht sollte ich noch irgendwie herausfinden, wie man die scheiß Fackel benutzt. Die ich hier irgendwo hingeschmissen habe. Wo eigentlich? Ah. Nein. 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 Ja. Drop. Framerate auf 0. 12. Okay, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung. Es gab hier noch irgendwo so einen Steinkopf, den ich schon mal von einer Stelle angepeilt habe, aber noch nicht von der zweiten.
da oben, glaube ich. Ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr. Naja, gucken wir mal, dass wir weiterkommen. Wie spät ist eigentlich? 9 Uhr. Eigentlich hier in der Kiste irgendwas Besonderes? Nein. Absolut nichts. So. Trinken wir nochmal und dann gehen wir mal los zu der anderen Hütte da vorne. Da gehen wir jetzt nicht lang. Sondern darüber wollen wir. Nicht, dass ich gleich wieder ertrinke. Ich hab das Gefühl, ich bin, ja, ich bin am Ertrinken. Ich bin offenbar kein besonders guter Schwimmer. Das nächste Mal drücke ich mal H, wenn ich ertrinke, um mehr darüber herauszufinden, warum ich ertrinke. Oder viel eher, wie ich es vielleicht verhindern kann. Ah, das sieht so aus, als könnte man da tatsächlich hoch, wenn man da im Kreis läuft. Ich laufe mal hier an der Küste lang, dass ich möglichst nicht ertrinke. Ja, einmal da hoch, bitte. Ach, kann doch nicht so schwer sein. Hier durchs Gehölz geschlagen. Nee, hilft auch nicht. Nee, irgendwie. Ja, blub, sind wir doch wieder im Wasser. Na gut, dann kommt man da halt dann doch nicht hoch. Dann ist das halt so. Also Kletterkünste habe ich nicht. Ich scheine zwar relativ clever zu sein, was so Pflanzen und so angeht, aber... Einfach mal so einen Berg hochklettern, das ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Fotos. Okay, also das Foto links. A caption on the back of the photo reads. Also auf der Rückseite des Fotos steht's. Pantagraft leitet die Konstruktion des Außenposten Sirius an. Also ich nehme an, dass der Typ vorne links Pantagraft ist. So, und beim rechten Foto steht auf der Rückseite Professor Douglas instructing Dr. Sanchez. So, der Professor Douglas ist wohl der vorne und der Sanchez ist der im Hintergrund. Hab ich den Douglas vorne? Ist das der Typ im Anzug, der das Messer im Rücken hatte und so ungesund aussah? Ich weiß es nicht. Und ein Stück Karte offenbar. Also ich bin jetzt hier und da hinten ist ein Camp. Und da gibt es eine Route durch den Sumpf. Ich will nicht durch den Sumpf. So, das war's mit diesem Let's Play. Ich werde nicht durch den Sumpf gehen. Die Nummer ist gegessen. Tschüssi. Ach, scheiße. Oh. Ich habe
wohl mal wieder Gesundheitsproblemchen. Aber das macht ja nichts. So, wo sind wir eigentlich? Ja, ja, das weiß ich schon. Okay, dann machen wir nochmal einen auf Positionsbestimmung. Indem ich zwei bekannte Punkte markiere. Nämlich den da und den da. Jetzt weiß ich etwas genauer, wo ich bin. Und jetzt kann ich den da vorne hinzufügen. Das sollte jetzt auch das zweite Mal sein. Nee, doch nicht. Es ist das erste Mal, dass ich den hinzufüge. Hm. Okay, aber was ist mit dem da? Muss ich jetzt nochmal meine Position bestimmen? Das kann ja nur auch nicht sein. Ja doch, sieht so aus, als müsste ich jetzt nochmal meine Position bestimmen. Aber von hier geht das nicht. Ich sehe hier nichts anderes als die Hütte, in der ich stehe. Aber von hier müsste es gehen. Halt, da sehe ich das andere Ding nicht. So. Ich glaube, mir geht es wieder nicht so gut. Ich gucke mal ins Journal. Ich habe schon wieder Fieber. Na gut, dann nehmen wir jetzt mal die extra starke Medizin auch noch. Dann sollte es aber mal gut sein mit dem Fieber hier. Steht jetzt da? Health, okay. Na gut. So. Okay. Positionsbestimmung. Nummer 1, die was wir kennen. Und Nummer 2, was wir kennen. Gut. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Schritt Nummer 2, neue Sachen hinzufügen. Nein, das hier nicht offenbar. Das hier auch nicht? Wieso nicht? Vielleicht ist es auf einer Linie mit dem, was ich sowieso schon bestimmt habe. Hm. Na gut. Ich mach die Karte mal weg und gehe mal ein Stück weiter. Na, ich gehe auf keinen Fall in Richtung dieses Sumpfes, das wisst ihr ja schon. Halt, ich kann hier was... Hier ist ein Holzscheit. Und den kann ich da reintun und Feuer machen. Okay, praktisch. Vielleicht bleibt das jetzt auch mal an. Das wäre doch total gut, wenn das anbliebe. Da war doch vorher aber noch so ein Teil. Also da bin ich an der Nacht mal dran vorbeigestrolcht. In so einem Ofen. Jeep, jeep, jeep. War denn das? War das hier oder war das auf der anderen Seite? Oder laufe ich einfach nur völlig sinnlos mit so einem beknackten Holzschild durch den Wald? Ich befürchte fast, das ist es. Ja, das Ding nervt ja jetzt schon. Man sieht ja überhaupt nichts. Laufe ich lieber so durch die Gegend, dann sehe ich auch mehr. Ach so, warte mal. Wir rennen mal. Das dürfte den Laufweg wesentlich verkürzen. Ist das Feuer noch an? Ja, sehr gut. Also Feuerchen bleibt wohl vielleicht wenigstens eine Weile an.